So, Kollegas, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Görki TV. Und zwar geht es heute einmal um ein Görki hinter den Kulissen. So ein paar typische Fragen, die mir auch immer wieder in Kommentaren oder bei Facebook stellt. Und zwar gehe ich ein bisschen mal darauf ein, wie ich auf Fitness zu Hause zum Beispiel gekommen bin, wie es zu meinem Namen Görki gekommen ist, wie ich meine Videos erstelle hier in meinem kleinen Reich oder wie meine Trainingsfläche hier aussieht. Alles so ein paar Fragen, die ihr öfters mal stellt. Und ich dachte, ich gehe mal ein bisschen darauf ein. Vielleicht interessiert es euch ein bisschen. Wenn nicht, dann schaltet jetzt lieber weg. Ansonsten verpasst ihr aber, denke ich mal, was. Und guckt es euch einfach mal an. Ich stelle mir einfach mal so selber die Fragen, wie man das machen kann mit dem Programm. Ich frage dann so mich hier, von wegen, wieso Görki? Und dann gehe ich gleich mal darauf ein und beantworte das ein bisschen. Und guckt einfach mal rein, wenn ihr Bock habt. Also viel Spaß dabei. Ja, wie bin ich auf Fitness zu Hause gekommen? Also zunächst einmal war es auch so, ich war ja auch mal jünger, inzwischen bin ich 25 und wenn man so 14, 15, 16 ist, um jetzt mal vom Ursprung auszugehen, ist man auch so, dass man zu Hause anfängt, ein bisschen sich fit zu halten. Man möchte natürlich irgendwie ein Sixpack haben oder ein Bizeps, weil es bei den Kollegen ganz cool ankommt. Und dann ist man natürlich eigentlich darauf angewiesen, zu Hause zu trainieren. Ich kenne es ja selber, ich bin Fitnesstrainer im Fitnessstudio und oft besteht einfach gar nicht die Möglichkeit für jüngere Leute, die unter 16 sind, sich im Fitnessstudio anzumelden. Aus rechtlichen Dingen her ist es halt oft nicht möglich, ja, weil man eine Einverständniserklärung der Eltern braucht oder einfach, weil es einfach nicht gegeben ist. Und so habe ich auch schon früher dann immer gedacht, hey, es wäre doch cool, wenn man auch zu Hause beim Training einfach mal so eine kleine Anleitung hat. Und die hatte ich natürlich auch leider nie und hatte auch nie wirklich die riesen Hanteln oder so zu Hause und habe eventuell auch, wo ich jünger war, viel falsch gemacht beim Training zu Hause. Und darüber hinaus habe ich dann nach dem Abitur gedacht, hey, was interessiert dich? Und habe dann erstmal eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann und Fitnesstrainer gemacht. Und wo ich die dann auch abgeschlossen habe, hatte ich mir eigentlich schon immer so gedacht, hey, es macht einfach mal Sinn, vielleicht so ein paar Videos zu machen auf YouTube, wo du einfach das Ganze mal ein bisschen näher bringst den Leuten. Weil ich denke, dass es wichtig ist. Ja, gerade viele, die im jungen Alter trainieren, machen viel falsch. Und gerade im Wachstum kann man sich viel kaputt machen, was die Gelenke angeht, was die Sehnen angeht. Viele haben im jungen Alter dann durch diese Fehlbelastung schon eine falsche Haltung, eine falsche Körperhaltung, muskuläre Disbalancen. Und wenn man da schon in dem frühen Alter sehr, sehr falsch trainiert, wird es dann schwierig, nachher dem entgegenzuwirken. Und da hatte ich dann schon die Idee nach meiner Ausbildung, das mal darzustellen. Nun ist immer so eine Sache, man will sich ja nicht gleich bei YouTube im Video halt nackt präsentieren oder irgendwelche Übungen vormachen. Und deswegen hatte ich die Idee schon lange eigentlich, aber habe mich nie wirklich getraut, das Ganze umzusetzen. Und dann habe ich mein Studium begonnen, Sport, Medien, Event Management mache ich da jetzt, komme ins fünfte Semester. Und da gab es dann ein Modul, wo einfach die Aufgabe gestellt wurde, dass jeder einen Blog erstellen muss, mit dem Hintergrund einer Suchmaschinenoptimierung. Ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr eure Homepage sehr, sehr gut gestaltet und gewisse Keywords immer einbaut, das heißt, wenn ihr bestimmte Begriffe in eure Homepage sehr, sehr oft einbaut, kommt die bei Google im Ranking sehr weit oben. Nehmen wir mal als Beispiel, jemand hat einen Online-Shop und verkauft T-Shirts. Wenn jetzt einmal einer beim Google zum Beispiel T-Shirt kaufen eingibt, gibt es ja Unmengen von Shops, wo man T-Shirt kaufen kann. Und wenn einer seine Homepage sehr, sehr schlecht gestaltet, kommt vielleicht sein Online-Shop auf Seite 17, 18 bei Google und niemand wird bei ihm was kaufen. Und das war einfach das Beispiel, dass wir einen Blog oder eine Art Homepage erstellen sollten, wo wir durch Suchmaschinenoptimierung versuchen, dass unser Blog sehr, sehr weit oben im Ranking kommt. Und ich habe mir einfach gedacht, ey, mach was, was dich interessiert, was dich schon immer interessiert hat, Fitness, wo du Spaß dran hast. Und dann habe ich das versucht, im Blog umzusetzen. Nun dachte ich mir, Fitness zu Hause, Fitness gibt es ja auch im Internet sehr, sehr ausgeweitet und sehr oft. Und deswegen habe ich überlegt, wenn ich jetzt YouTube-Videos mache, kann ich ja meinen Link unten drunter immer reinhauen unter jedes Video und auf ein komisches Video klickt immer jemand und so kommt man auch auf meinen Blog dann unten drunter. Und das war die Idee und es lief natürlich sehr, sehr schwierig am Anfang und das hat mir aber trotz allem irgendwo, ja, war ausschlaggebend für mich zu sagen, hey, jetzt setz es mal um, mach diese Videos. Und natürlich ging das sehr, sehr schleppend voran und irgendwann hat es dann so ein bisschen geklappt. Und das war die eigentliche Idee, dass ich durch dieses Modul in der Uni eigentlich dazu gekommen bin, das dann auch wirklich mal umzusetzen. Deswegen mein Appell an euch, wenn ihr mal wirklich eine Idee habt, irgendwie was zu machen, lasst euch da nicht tausendmal in den Arsch treten, sondern versucht es einfach mal. Natürlich war es auch bei mir am Anfang so, dass Kollegen gesagt haben, Junge, was machst du denn da für eine Scheiße, das sieht doch schwul aus, wenn du da halt nackt rumtanzt oder sonst was, ja. Am Anfang dachte ich auch, kacke, was machst du da? Machst dich zum Clown vor allen Leuten. Aber im Endeffekt bereue ich es jetzt nicht, hab's dann versucht ein bisschen durchzuziehen und dann steht man ja auch irgendwie in der Pflicht, den Leuten zu beweisen, dass man doch was damit hinkriegen kann. Und ja. So ist das eigentlich entstanden. So bin ich auf Fitness zu Hause gekommen.
eigentlich, ja, das war die kleine kurze Geschichte dazu. Görki, wie kam es zum Namen Görki? Das hat auch wieder eigentlich mit der Uni zu tun. Also wer vielleicht schon mal nachgeguckt hat, weiß, dass ich mit Nachnamen Gerke heiße. Und bei mir in der Uni, in meinem Semester, war so eine durchgeknallte Tante. Immer wenn ich morgens ankam, rief sie: Görki, bist du auch schon wieder da? Ja, und dann im Zusammenhang mit dem Blog, den ich dann erstellt habe und mir einen YouTube-Kanal gemacht habe, musste ich mir irgendwie einen Namen ausdenken, weil ich den ganzen Tag im Kopf dieses Görki hatte. Weil die Alte mich da immer voll genervt hat in der Uni, dachte ich, komm, nimm einfach mal Görki. Ja, ich habe natürlich damals, wo ich den Namen einfach eingegeben habe, nicht damit gerechnet, dass sich das überhaupt mal jemand wirklich anguckt. Es war eher der Versuch, das mal zu probieren mit den Videos. Und so bin ich dann einfach dahin und habe Görki eingetippt. Und dann habe ich das echt nach ein paar Monaten schon bereut, weil ich dachte, scheiße, jetzt gucken sich das ja wirklich ein paar Leute an. Und du heißt jetzt Görki, so ein komischer Name, ja. Ja, und das Problem ist, bei YouTube kann man den Namen nicht ändern. Und jetzt habe ich halt Görki drin und jetzt habe ich mein Görki immer weg und alle nennen mich Görki. Naja. Ist ja mal so ein komischer Name, aber vielleicht gibt es das ja auch nicht gerade doppelt. Sonst hätte ich vielleicht irgendwie gemacht Fitnessmaster, Fitnessguru. So heißt ja auch jeder Zweite inzwischen. Und dann bin ich halt jetzt der Görki und deswegen gibt es mich jetzt genau als Görki. Ja, geil, oder? Ja, auch eine Frage, die oft gestellt wird. Was benutze ich für eine Kamera? Was für ein Equipment? Wie mache ich meine Videos? Und natürlich versucht man da auch von Zeit zu Zeit etwas besser zu werden oder es besser zu bearbeiten. Selbst wenn ich da nicht so der Freak bin und das so raus habe, muss ich ehrlich zugeben. Und wenn man meine ersten Videos kennt, sah das natürlich von der Qualität auch noch ziemlich beschissen aus. Und ich habe mir dann irgendwann eigentlich ursprünglich, um Fotos zu machen, so eine Digitalkamera, so eine Spiegelreflex geholt. Das ist so eine Canon EOS 600D, muss es sein, genau. Und dann habe ich natürlich auch gemerkt, da kann man eigentlich ganz gute Aufnahmen, auch Videoaufnahmen mitmachen. Und habe mir dann natürlich diese Kamera dann geschnappt und habe damit auch angefangen zu filmen. Darüber hinaus habe ich dann immer wieder durch das Erstellen der Videos und das Bearbeiten mir so ein bisschen beigebracht, mit Premiere Pro zu arbeiten von Adobe, dieses Programm, wo ich am Anfang noch davor stand und da saß und dachte, scheiße, da gibt es ja so viele Bedienoberflächen und so weiter, wo ich gar nicht mit klarkomme. Und inzwischen ist es dann doch übersichtlich, man muss da so ein bisschen ausprobieren und dann kriegt man das hin. Und seit einiger Zeit, vielleicht sieht man das auch im Licht, habe ich mir dann einfach nochmal so ein günstiges LED-Licht geholt, dass man auch dann ein bisschen filmen kann, wenn die Lichtqualität oder wenn das Tageslicht weg ist, dass man das ein bisschen aufwerten kann damit. Und ja, das sind einfach so die Sachen. Ich denke, jeder, der anfängt, irgendwie Videos zu machen, tut sich natürlich am Anfang schwer, aber irgendwann kommt es ein bisschen die Routine da rein. Und natürlich, ich kann jetzt auch nicht mit After Effects irgendwelche Effekte reinbringen, aber ich denke immer, es soll beim Wesentlichen bleiben und ich bin da halt jetzt kein Filmemacher in dem Sinne. Wir gehen einfach mal rüber, ich nehme einfach mal die Kamera und wir gehen mal auf meine Trainingsfläche, wo ich meine Videos mache. Das war auch ein Grund für mich zu sagen, ich habe erst überlegt, natürlich mir irgendwie in so einen Raum zu gehen, wo ein weißer Hintergrund ist und so. Aber ich denke, das ist auch eigentlich das Prinzip von Fitness zu Hause, dass jeder, der das im Internet sieht oder auf YouTube sieht, eigentlich die Übung direkt nachmachen kann, ne? Im Wohnzimmer, einfach zu Hause. Und habe ich mir auch gedacht, es ist ja auch eigentlich am authentischen, wenn man es da macht, wo man es sonst auch macht. Und deswegen habe ich einfach meine Privatsphäre ein bisschen abgegeben und einfach das Ganze in meinem Wohnzimmer gemacht. Und wir gehen einfach mal rüber und ich nehme mal die Kamera mit. Ich hoffe, das Licht fliegt mir nicht runter. So, ich hoffe, es ist nicht irgendwie verzerrt. Jetzt nehmen wir mal hier die Kamera mit. Das Licht muss auch irgendwie mitgehen. Und wir wandern mal rüber von meinem Arbeitszimmer einfach hier auf meine Trainingsfläche. Natürlich sehr bekannt hier mein Bett, wo man auch immer die Bauchübung zu sehen bekommt. Oder hier ist meine Ecke mit dem Petze Gymnastikball, eine Matte, die Hanteln liegen da rum. Alles so die Sachen, die ich dann für die Videos benutze. Mein kleiner Raum hier. Ich habe sogar einen Balkon. Da habe ich, glaube ich, mal ein Bier getrunken und das gezeigt. Inzwischen wird es wieder düster. Ja, und dann sind hier so ein paar Bilder von mir. Ein Hobby von mir auch ein bisschen die Malerei. Natürlich bin ich da nicht so erfolgreich, ja. Aber man gibt sein Bestes. Macht mir Spaß, einfach auch zum, sag ich mal, zum Fitnesstraining, da mal eine kleine Alternative und eine Abwechslung zu finden. Mal sehen, ob man mich jetzt so sieht. Ist natürlich ein bisschen komisch, hier sich selber zu filmen und damit rumzulaufen. Meistens knallt mir die Kamera dann doch runter. Aber wir probieren es mal. Und genau, meine Trainingsfläche. Filmen wir nochmal einmal kurz ab hier. Mein Room, wo alles entstanden ist und entsteht. Und ich glaube, das werde ich auch weiterhin hier dann machen, weil, ja,
Es soll ja auch irgendwo noch so authentisch rüberkommen. Es ist ja jetzt kein professionelles Fitnessvideo, was ich da mal abdrehe. Hier meine kleine Kochstube. Und dann mache ich nochmal Werbung hier für meine tolle Kunst. Ich male auch mal hin und wieder einen Boxer. Oder irgend so ein komisches Viech. Ja. Natürlich sind das jetzt keine tollen Bilder, aber man muss einfach mal sagen, das sind einfach Sachen, die mir Spaß machen. Und ich denke, so eine gewisse Grundkreativität muss man auch haben, um dann auch irgendwie Videos zu machen. Hier mein Stativ, sehen wir nochmal. Und ja, das war dann nochmal alles. Ehemals Westfalenstadion, natürlich das geilste Stadion der Welt. Es werden natürlich alle Schalke-Fans und Bayern-Fans mehr auf die Kopf hauen. So, gehen wir mal rüber. Habt ihr meine Trainingsfläche gesehen? Kennt ihr jetzt alle meine Wohnung? Wenn ich irgendwelche Leute einlade, sagen, ich kenn's ja schon alles aus dem Video. Nur die Toilette sehen die meisten ja nicht. So, da sind wir wieder auf On Air. Kleiner Einblick von mir. Ich werde mir jetzt mal was kochen. Was gibt's heute? Ich zeig's einfach mal rein. Schön Kartoffeln gibt es, ne? Dazu mache ich mir einfach mal 3-4 Spiegeleier, ein bisschen Lachsfilet, ein bisschen helle Soße. Dann haben wir eine recht hohe biologische Wertigkeit. Das heißt Eiweiß, was der Körper gleich umsetzen kann. Und ich denke, es hat einen kleinen Einblick bekommen von mir. In den Kommentaren könnt ihr mir einfach mal ein paar Fragen stellen, was euch noch interessiert. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu lang für euch geworden. Ich verquatsche mich leider immer. Und haut einfach mal rein. Leute, wir sehen uns. Bis bald. Euer Görki. Ade.